Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Together Pokémon Saphir mit mir, Sammy. Ich schaffe diese Aufnahme gerade zum zweiten Mal, da mein Laptop gerade meinte, abkacken zu müssen. Daher nicht wundern, wenn ich etwas gelangweilt durchgehe, weil ich schon weiß, es ist zu tun. Ich bin durstig, ich könnte im Strand auf etwas Spule kaufen. Ja, kleiner dicker Junge, dünner Junge, mit dem Schwimmreifen. Das Ende liegt daran, dass ich auch voll mitspiele und die haben wirklich alle so einen leichten Silberblick. Los, Crusader, beiß ihn zu Tode! Ich habe schon festgestellt, dass Fury und so ein kleines Tentacher einen IP-Teiler trägt. Was mich jetzt nicht weiter stört, da doch etwas zurückhängt. Ich werde jetzt mal länger kommen nehmen, da ich hier natürlich von der Wasser-Pokémon rechnen kann. Und zudem weiter noch etwas dazukommen, was ich euch gleich zeigen werde. Aber erstmal, Kipnick, mach mir ein kleines Mädchen fertig. Mach das schon. Nur ein Jantchen, sieht doch aus wie eine riesige Blume. Findest du nicht? Nee, finde ich nicht. Jetzt sieht aus wie ein riesiger Lollipop. Lollipop. Ein kleines süßes Ersatzvogel. Ich mag generell die Bibi-Pokémon ziemlich gern. Ich finde, das war eine geile Neuerung damals. Während die zusätzlich eingefügten Weiterentwicklungen meistens nicht so ganz mein Fall sind. Zum Beispiel halt Edewoltek oder Magbrand, die dann später da kommen, fand ich nicht ganz so cool. Wobei ich sagen muss, dass ich die Alternativentwicklung, also Quaxo und Blashoking, auch wenn sie jetzt, soweit ich weiß, nicht so der Knaller sein sollen, ziemlich cool finde. Also, oder zumindest eine nette Idee war das damals. Genau wie Galagladi, was ja dann mit Rubin und Saphir eingeführt wird. Ich glaube Rubin und Saphir. Nein, ich würde eigentlich nicht wechseln. Ich bin mir schon hart, dass ich quasi gar keinen Schaden mache. Mega sau. Das Level aus. Allerdings ist dieses Weibchen, das funktioniert jetzt nicht ganz so gut. Zum Glück. Ja. Oh mein Gott! Also dass Blubber ja nicht der Knaller ist, weiß ich, aber ein KP Schaden hätte ich dem keiner Zuring mehr gönnt, wenn ich ehrlich bin. Und auch dieser Sieg geht an uns. Und das hat sich richtig gelohnt für Fury, denn es kriegt ein Level up. Wenn ich mich nicht treffe, habe ich unten einen Matrosen vergessen. Genau. Ich habe meinen Angel in vielen Häfen der Welt geworfen, aber gerade Pop City ist der schönste Hafen. Oh. Guck dir meine Muskeln an, damit kann ich sogar Pokebälle werfen. Finde ich nicht toll. So. Das war ein Pferd, aber bringt nichts. So, es lutscht das, macht voll richtig aus. Und ich brauche dafür nur zwei Megasauger, ist das nicht unglaublich, Leute? Ach, das ist schön. Ach, das waren Zeiten, wo ich Gegner one-hitten konnte. Nein, in dem Bereich ist das jetzt ja noch nicht ganz üblich. Außer der Weiterentwicklung vielleicht. Du bist der Beste. Ich weiß. Dankeschön. Ich mag dich auch nicht. So, und habe jetzt gesagt, Pop City sehen, werde ich jetzt erstmal kurz das Pokémon Center suchen, um meine AP aufzufrischen, weil ich schon sehe, wer dort ansteht. Ach stimmt, jetzt fällt mir noch ein, was ich vorher noch machen muss. Danke, dein Pokémon ist wieder top, kommt jederzeit vorbei, natürlich werde ich das. Falls ich hier umfalle, lande ich auch umher. Lustigerweise wurde ja manchmal eingefügt,
läuft dann erschreckt zum Pokémon-Center, nachdem er in Ohnmacht gefallen ist. Das wurde mir auch als allererstes eingefallen, anstatt mich erstmal hinzusetzen und Schluck zu trinken. Wenn das hier hingehört und das dahin, und wenn das, und wenn dieses dahin, und was ist mit diesem Kingsbooks? Ah, ich will aber einfach nicht schauen. Professionelle Leute am Arbeitsplatz, das ist Botemacher. Und ob das in der Übersetzung über dem Original zu schreiben ist, aber für diesen Namen müsste man gesteinigt werden. Kapitän Brett hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Und das da, sind das Devon-Waren? Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagt, er müsste was erledigen. Kann ich dich bitten, Kapitän Brick zu suchen und ihn ins Verkehr zu bringen? Ja, natürlich, mach ich das. Ich bin Laufbursche vom Beruf. Sieht man das nicht an den Pokébällen an meinem Gürtel? Und das Team Aqua ist hier anscheinend reinspaziert. Dann werden wir gleich mal gucken. Ich bezahle 50 Pokébälle für das Museum auf Innistorien. Hey, was machst du denn? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft. Erinnerst du dich? Ja, das ist für dich. Vergeben und vergessen. Nein, ich erinnere mich nicht an dich, weil ihr zufällig alle gleich aussieht. Ah, verdammt. Hast unsere Pläne zunichte gemacht. Ich wollte jetzt ausgerechnet etwas mitgehen lassen, aber warte, du bekommst deine Belohnung auch noch. So, von diesen Leuten hier werde ich dieses Mal nur zwei ansprechen, weil die Dialoge, also die Monologe eigentlich relativ lustig sind. Ich hatte keine 50 Pokédex, da habe ich Ewigkeit gebraucht, um an der Rückschlüsse vorbeizukommen. Die haben so ein kleiner Rüpel sein muss, ja, also 50 Pokédex, das ist ja nun wirklich gar nichts. Warte, das ist eigentlich ein Pokémon, ja, wenn er nicht mal so viel Geld zusammenkraften kann. Was ich hier lernen kann, kann ich ja meine ruchlosen Taten gut gebrauchen im Ozeanmuseum. Was lernt er dort? Und wofür kann er es von hin? Ich habe keine Ahnung. Kommen Sie mal her. Ja? Wenn du Brick suchst, da bin ich. Und das müssen die Stücke sein, die ich von Mr. Trump von Devon bestellt habe. Dankeschön. Das ist großartig. Dann können wir uns Expedition vorbereiten. Mein Gott, wie man auch schon an der unglaublich epischen Musik hört, werden wir gerade angefangen. Warte, das ist viel zu schwer für euch. Wir nehmen euch an uns. Was? Wer seid ihr? Wir sind von Team Aqua. Unser Boss, wie diese Dinge haben. Also hör auf zu labern und lass die Teile rüber wachsen. Mein Gott, was sollen wir nur tun? Leicht Matrosen greifen uns an. Mit einem Kanivana. Und auch das lutschen wir aus, bis nichts mehr in ihm vorhanden ist. Wie sieht Absorber eigentlich in der Serie aus? Ist das eine magische Energie oder knabbert der wirklich an dem und saugt einfach an ihm? Das habe ich nie gesehen, oder wenn habe ich es gerade vergessen, was ich ein bisschen schade finde. Und ich habe gerade vergessen, den Typen weiterzulesen. Aber er nervt mich. Oh Mann, was für ein Desaster. Der Boss wird verdammt wütend sein. Pah, du Waschler. Ich werde das Ding schon schaukeln. Schaukeln sind was Tolles. Vor allem, wenn man nette Menschen anstoßen darf. Robert! Zubat kotzt mich jetzt schon ein wenig an, muss ich mal zugeben. Mit diesem Pokémon, aber ich will jetzt eigentlich nicht nochmal wechseln, weil die Erfahrung dann ziemlich vom Arsch wird. Allerdings bleibt mir, glaube ich, erst nichts anderes übrig. Deswegen, wenn ich nicht in eine unglaublich mächtige Attacke von Zubat aufbauen, wie sehe ich das erstmal. Und Evan, ab an. Jo. Wahahaha, Plan ist aufgegangen. Konfusion! Ja, ich hoffe, es hat keinen Vortrag gebraucht, um meinen Zugang zu sehen. Ja, ich möchte wechseln, da ich Kanivana nichts anhaben kann, wie ich bei meinem letzten Aufnahmeversuch feststellen musste, da Kanivana ein Unlicht-Pokémon ist. Was ist eigentlich Unlicht? Die anderen Elemente kann ich mir alle irgendwie erklären, aber Unlicht sind dann besonders fiese Pokémon? Oder wie? Also, falls sich irgendwann einmal jemand diesen Müll hier anhört und es mir erklären kann, das finde ich richtig, richtig nett von euch. One Piece! Hier war es die Spezialverheilung von einem Torheilung, ist unglaublich lächerlich. Was?
Ich habe auch verloren. Golov. Und nun, wenn wir die Stücke nicht bekommen können, können wir uns auf was gefasst machen. Ah, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ein nerviges Kind mit meine Nerven nervt. Dieser Satz. Nein, 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 man sieht den IQ dieser Leute richtig vor sich. Allerdings ein A auf ist schon keine Null, aber es würde auch zutreffen. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Klon, lasst euch von einem kleinen Kind den Sumpf versalzen. Ich bin Adrian von Team Aqua. Kannst du mir verraten, warum du dich in die ehrbaren Pläne von Team Aqua einmischt? Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Daher setzt Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Hm, du bist wahrscheinlich doch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Aber, wenn du dich jemals wieder... Wieso steht sie in dem Arbeiterbuch? Wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Das ist deine Warnung. Leben wohl. Oh mein Gott, ist das anstrengend für meinen Hals, diese Person zu lesen. Du bist Doc. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, ich hätte fast vergessen, dass du uns Teile von Devon gebracht hast. Bitteschön. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zu einer Expedition mit zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nicht. Und da läuft er weg. Gerne keine Belohnung für viel gewesen, ist mal ganz ehrlich. So, ich habe keine Lust, mich hier weiter umzusehen. Deswegen werde ich einfach mal mit in die Werft rennen und gucken, ob ich vielleicht auch irgendetwas bekomme. Der Schiffsbau ist eine Kunst. Manche Dinge lassen sich durch Berechnung teuer sein. Niemand, der das mehr erkennt. Wie seine Westentasche musst du mir helfen. Aha. Die Jahreszeit ist wieder der Mond, der vom Himmel herabstrahlt. Das sind die Bedingungen, die See so wechselhaft machen. Ganz genau. Die See ist eine Wende gewesen. Okay. Junge. Ich werde sehr schnell wegfahren. Deshalb helfe ich lieber hier aus. Dann aber so richtig in diesem wissenschaftlichen Bereich. Dann werde ich mal ganz kurz nach oben gucken, was hier noch vorhanden ist. Weitere Wissenschaft. Weitere unbedrohte Wissenschaften. Konstruktion eines Schiffes ist die Erbrechung deines Gebäudes als eines Transportmittels. Okay, nein, das ist mal ein Blick nach unten. Dann gehe ich jetzt mal hinaus und ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Und werde mich einfach mal hinführen. Ja, die ihm einfach mal suggerieren, genau hier hereinzugehen. Also Leute, ich verabschiede mich jetzt und gebe wieder einen Clip, aber einen Clip. Ich gebe zu, wir haben es nicht so nicht viel geschafft, aber überhin konnten wir Team einfach mal wieder ordentlich auf die Fresse hauen. Dann macht's gut, wir hören uns im übernächsten Part. Bis dann!